auf geht's, dein neues Leben wartet. Reicht dir ein City-Transporter? Oder brauchst du den großen 7,5-Tonner? Ab in die Zukunft, zum Discounterpreis. Sascha Strujic vom TSV Steinbach, gerade mit ihrer Mannschaft 1:0 in Stadtallendorf gewonnen. Sie haben bereits früh das Siegtor erzielt. Wie haben Sie die Partie gesehen? Ja, wir sind nach 2 Minuten, glaube ich, in Führung gegangen durch eine einstudierte Ecke, die wir genauso wollten. Wir haben die schon mal geübt, da hat es leider nicht ganz so gut geklappt. Danach hatten wir viel mehr Ballbesitz als der Gegner, hatten noch 1,5 Chancen, aber nichts Zwingendes und haben hinten auch nichts anbrennen lassen. Zweite Halbzeit haben wir irgendwie den Faden verloren, war ein offenes Spiel. Der Gegner hatte viele Möglichkeiten, also Kontermöglichkeiten. Wir hatten noch 1-2 Chancen, da müssen wir einfach ruhiger bleiben. Am Ende kam noch ein bisschen Hektik rein, aber im Endeffekt zählt nur, dass wir gewonnen haben in so einer Phase aktuell. Und wie bewerten Sie insgesamt die letzten 3 Ergebnisse nach der doch recht kurzen Winterpause? Ja, wir haben 6 Punkte geholt. Das erste Spiel gegen Gießen hätten wir nicht verlieren dürfen. Haben es leider verloren. Deswegen gibt es jetzt halt die Möglichkeit, durch die vielen englischen Wochen die Ergebnisse zu regulieren, beziehungsweise das Ergebnis zu regulieren. Und wir sehen ja, die anderen spielen gegeneinander und da müssen wir einfach jetzt die Punkte holen und hoffen, dass die anderen patzen. An der Tabellenspitze hat sich ja ein enger Kampf entwickelt. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie mit Ihrer Mannschaft am Ende das große Ziel, die Meisterschaft und den Aufstieg in die dritte Liga realisieren können? Wir arbeiten Tag für Tag dafür und natürlich, wenn wir keine Fußballer wären, dann würden wir da, also wir sind ja Fußballer und hoffen, dass wir da oben stehen können, aber wir müssen einfach von Spiel zu Spiel denken, es sind noch so viele Spiele, aber klar ist das unser Ziel, dass wir am Ende vielleicht da oben stehen und ich glaube, wir haben ein gutes Polster jetzt, beziehungsweise uns einen guten Grundstein gelegt und haben noch genug Möglichkeiten, da Punkte zu holen. Tschüss Alltag, hallo Freiheit, wollen wir ins Meer? Oder in die Berge. Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen. Und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.